ihr hört's, klingt ein bisschen starr. Und so war auch diese Hybrid-Poly zu spielen. Ja, ihr hört's richtig, Hybrid-Poly. Normal macht es ja gar keinen Sinn, wenn man Poly-Saiten kombiniert. In dem Fall aber schon, ich habe mir gedacht, okay, ich habe eine Rolle von der Prost Pro Blackout und eine von der 1.10er Hex. Und ich möchte jetzt nicht die Hex pur spielen, die kenne ich schon. Und die Prost Pro Blackout wäre mir jetzt an dem Wochenende pur einfach zu steif gewesen. Deswegen habe ich gesagt, längs die Prost Pro Blackout, quer 1.10 Hex. Was ist dabei rausgekommen? Nun, eine mittelmäßige Hybrid, eine mittelmäßige Poly-Kombi. Elastizität war da, dadurch aber weniger Kontrolle. Das habe ich gemerkt, denn ich möchte eine Poly spielen, die knackig ist, aber die dann nicht schleudert. Das habe ich leider hier, speziell ab der zweiten, dritten, vierten Stunde, ich habe in 6 Stunden Training gehabt, vermehrt gespült. Die Kontrolle hat mir hier einfach gefehlt, speziell bei Schlägen aus, sage ich mal, Extremsituationen. Was mir sehr gut gefallen hat, war der Kickaufschlag mit viel Schnitt. Da nahm die Seite sehr viel an, also der Kickaufschlag oder nach außen ein Aufschlag. Das Flat Service war mittelmäßig. Wie gesagt, sehr viel Kraft aufwenden hat man müssen. Ich muss auch ehrlich gestehen, dass mir die Blackout überwogen hat. Also die hat irgendwie, sage ich mal, in diesen Kombis, in dieser Kombination ein Übergewicht gehabt. Das typische Hex, speziell das 1.10er, die 1.10er Eigenschaften sind hier zu kurz gekommen. Vorhand hatte ich nicht wirklich beim Spin diese tolle Sicherheit wie bei der puren Hex. Vielleicht hätte ich wechseln müssen und dann mit einem anderen Schläger die Hex pur, aber das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gehabt. Mir ist es so vorgekommen, dass ich einfach nicht wirklich die Kraft gehabt habe an dem Tag und die Blackout hat einfach die Hex erdrückt, muss man so sagen. Stabilität und Härte hat man nach 2 Stunden schon gespürt, da ging also schon einiges verloren an Stabilität und Härte. Und dann war sie eigentlich ab der dritten, vierten Stunde nicht mehr zum Spielen. Also wenn man diese Poly wirklich nachbespannen möchte, nachahmen möchte, spielt sie keinesfalls länger als 4 Stunden, denn dann ist die Luft absolut draußen und dann ist einfach wahrscheinlich dank, unter Anführungszeichen, der Prospro-Seite die Luft draußen. Preis-Leistung, billigst, die Hex kostet 5 Euro ein Set, die Prospro Blackout wahrscheinlich umgerechnet nicht einmal 3 Euro. Ein Set, muss man dazu sagen. Also Preis-Leistung absolut top. Seiten verrutschen, ebenfalls so gut wie nicht vorhanden. Power Level, ich habe es angesprochen, das ließ zu wünschen übrig, da habe ich mir mehr erwartet. Ja, eine Polyhybrid. Das habe ich zum ersten Mal probiert und ich bin ehrlich gesagt absolut enttäuscht. Und jetzt werden mir wahrscheinlich die meisten sagen, na gut, warum magst du auch so einen Blödsinn? Das bringt dir sowieso nichts, wenn du 2 Polyester-Seiten mischt. Ja, wie gesagt, auch Polyester-Seiten haben ihre Unterschiede, wie man zum Beispiel bei der Hex weiß. Die Hex ist dünn, eine 1.10er, die hat einfach mehr Spin, die nimmt mehr aus die Frist. Der Ball frisst sich richtig schön in die Seite, man kriegt einen super Spin zusammen. Und dann gibt es wiederum Seiten, die absolut tot sind oder viel zu elastisch sind für eine Poly. Das gibt es ja auch. Ich habe mir den Spaß erlaubt, ich schneide die Seite allerdings heute wieder raus. Und es gibt eine kleine Bewertung zu dieser Kombination Pros Pro Blackout und die MSV Focus 6 in 1.10 als Querseite. Das war's auch schon wieder. Kneißl Ridge Pro, momentan heiß im Geschäft. Packe ich immer wieder gerne aus und auch den Punsch packe ich jetzt immer wieder gerne aus zur Weihnachtszeit. Schauen Sie ja, schaut's rein. Schon wieder fast gar nichts drin, aber schon den zweiten Trunk, das ist ein Wahnsinn. Der fährt ein, das ist ein selbstgemachter Weihnachtspunsch. Ich kann euch auch jetzt auch ein bisschen was verraten, abseits des Tennis, wie man den Punsch zubereitet. Ich habe verwendet 3 Liter Rotwein, 1 Liter oder ein, sagen wir mal so 0,75 Liter Rum, Inländer Rum, das alles zusammen. Ganz wichtig,
nicht verdünnen und auch keine Säfte reingeben, also keinen Happy Day, Apfelsaft oder Orangensaft. Das ist dann diese, ungefähr diese rund 4 Liter, werden dann langsam warm gemacht und dann könnt ihr anfangen, wie mit Obst, wie zum Beispiel Äpfeln, ich habe da noch 2-3 Äpfel reingeschnitten und dann, ganz wichtig natürlich, mindestens 10 Orangen pressen, das Fruchtfleisch und auch die Schalen, also die Schalen, wenn man ein bisschen abrasieren kann man sie, dann auch noch rein, alles in einen Topf und dann ganz wichtig, Gewürze, Zimtstangen, Nelken, wer will, kann auch Ingwer reingeben, schmeckt auch nicht schlecht. Und natürlich Zucker. Ohne Zucker schmeckt es natürlich eher herb, das Ganze. Ich verwende da meistens einen Rohrzucker. Ja, und das Ganze, gar nicht, verschwindet. Katzen sind schon wieder deppert. Rohrzucker ist sehr wichtig. Und das Ganze lässt man dann ungefähr eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger, dann ein bisschen köcheln. Nicht kochen, das ist ganz schlecht, wenn wird der Alkohol sozusagen vernichtet. Also ein bisschen leicht aufkocheln, köcheln, dann einfach ruhen lassen. Und den Punsch kann man dann einige Tage dann stehen lassen, kann man dann trinken. Ab der ersten Woche, würde ich sagen, nach einer Woche, sollte er aufgebraucht sein. Wie gesagt, bei mir, ich trinke den alleine aus. 4 bis 5 Liter, das schafft man nicht an einem Tag. Aber gerne lade ich euch Tennisfreunde einmal zu mir nach Hause ein, zu einer kleinen Beseitungsrunde. Ihr könnt natürlich gratis meine Maschine benutzen und man kann fachsimpel miteinander und dann mache ich auch noch extra einen Punsch. Warum nicht? Und wer mag, der kann dann auch noch mein Auto draußen fahren, Probe fahren mit Sommerreifen. Ja, all das gibt es hier in Hornstein zu sehen. Aber jetzt wieder zurück zum Tennis. Heute wieder eine neue Seite aufgezogen, hier auch nicht nur im Kneißl Ridge Pro, als auch im Prinz Ozon Tour. Dann gibt es wieder einen Seitentest. Von hier uns jetzt einmal vorweg auf Wiederschauen. Grüß euch und wohlbekomm's. Ach,